Achtung, Achtung, Achtung! Nick, Nick, lauf weg! Du wirst erschlagen. Hast du das mit Absicht gemacht? Nee. Ah, ich glaube, ich konnte dem nicht entfliehen. Das musste passieren. Nee. Nee, okay, musste nicht passieren. Ich glaube, du musst einfach weglaufen. Da hin ins Schnee. Genau. Folge 8 oder 9? 9. 9. Ich. 9. Na gut. Also gleich mit einem Tod in Folge 9 angefangen? Naja. Ah, kein Grund zur Sorge. Das ist so ein riesiger Elefantenfuß. Ehrlich? Was? Da hinten, da hinten, da hinten. Da. Ja. Ich glaube, du musst ihm folgen. Diesen. Was auch immer. Grisselzeug. So blöd, dass du jetzt nicht rennen kannst. Ne? Ja. Fuck. Scheiße. Was soll man denn da machen? Tod Nummer 2. Warte nochmal. Ach nee. Das ist nur, wo der Fuß abgehoben ist. Ich glaube, du musst da gar nicht hin. Ich glaube schon. Nee, das ist ja nur, quasi, wo das Ding hochgenommen wurde, ist noch ein bisschen Staub in der Luft. Guck mal, der geht ja so langsam aus hier weg. Jetzt muss ich zurück, weil das jetzt näher ist. Wenn ich da jetzt reinkomme, dann schaffe ich mir vielleicht ein Portal. Aha. Das ist ja nicht dieser Schnee, das ist ja... Was ist das? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Nacht. Aber irgendwas hat sich geändert. Mhm. Also war es vielleicht doch richtig. Da! Nein! Was? Oh nö. Verarsch mich nicht. Ernsthaft. So blöd, dass man nicht rennen kann. Ne? Ja. Das sagte ich bereits. Ja, Mal, ich stimme dir da auch völlig zu. Das ist jetzt ein bisschen langwierig. Ja. Ich weiß halt nicht so richtig, was ich machen soll. Vielleicht schaffe ich es ja doch bis zu dem. Alter, halt, dreh ich mal um, dreh ich mal um. Okay, jetzt gehen wir schon zurück. Das habe ich doch gerade eben gemacht. Nicht, aber jetzt ist es weg, ja. Vielleicht muss ich auch einfach aufpassen, dass ich nicht in die Richtung laufe, in der die Füße hochkommen. Füße? Meinst du, das sind mehr? Zwei. Ach, das sind zwei? Ja. So. Komm schon, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ich muss ja die Nacht auslösen. So. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. So, und jetzt guck nach oben. Da ist nichts. Na toll, jetzt ist wieder weg. Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Oh, das wird doch nichts. Ich bin gleich wieder tot. Nee, die schaffst du. Und jetzt komme ich aber da rein. Ganz frisch. Ich bin die Frage, ob ich bis dahin wieder aufkomme, bevor hier das wieder weg ist. Das ist ja mega scheiße. Ich sehe jetzt auch gerade nicht so richtig den Sinn in dem Rätsel. Ja, vor allem, wenn du rausgehst, wird es ja wieder hell. Dann wird's ja weg. Also, vielleicht muss ich das. Ist ja gar keine Chance, da reinzugehen. Vielleicht muss ich dafür sorgen, dass sie hier raufstapfen. Okay. So. So, wo ist es jetzt? Soll ich mal um? Da. Nur noch da. Dann stelle ich mal ungefähr dahin und hoffe, dass sie dich erwischen. Also, nicht erwischen, aber. Hm. Dass sie in das Portal reintreten, ja. Genau. So, jetzt renn weg! Renn weg! Ja. Oh nein! Schaff ich nicht. Nein. Warum rennst du denn nicht? Ich kann nicht rennen. Ich kann doch nicht rennen. Wenn ich wüsste, wo das Portal ist. Tja. Aber ich glaube, bleib mal einfach hier stehen. Und dann, sobald du einen Fuß siehst, lauf weg. Und zwar genau jetzt. Lauf mal zur Seite. Hörst du? Ich laufe noch rückwärts. Okay, das sieht man irgendwie nicht. So, jetzt genau. Ich glaube, es war gar nicht so weit von deiner Anfangsposition weg. Die Möglichkeit besteht.
da. Oder vielleicht doch. Sind dann zwei. Drei. Okay, es ist also. Scheiße. Also du musst doch einfach irgendwie. Laufen. Ja, aber das Rätsel mag ich nicht. Nee, das mag ich auch nicht. Ah, schaff ich doch nicht. Was sollen das eigentlich für Füße sein? Die von meinem Vater, die mich zertrampeln? Ja, was hat denn der? Hat der keine Zehen und Fersen und was sonst noch an den Füßen? Keine Ahnung. Er ist in Wirklichkeit ein Elefant, der nur zwei Beine hat. Deswegen ist er auch so ein Arschloch. Aber hat auch keine Chance teilweise manchmal. Man muss halt drücken. Ich muss mich jetzt halt hier reinstellen und sofort mich für eine Richtung entscheiden. Und zwar, welches sieht am nächsten aus? Das da. Da kann ich auch gleich noch den Fußabdruck ausnutzen. Ich glaube, das ist nicht das nächste, aber das ist ja auch ewig weit weg alles, ne? Und der kommt auch schon wieder auf mich rauf. Wie soll man das denn machen? Und die haben auch überhaupt keine. Also ich dachte, die versuchen einen zu erwischen, aber halt. Oh nee. Okay. Ja, Nick. Wollen wir das in der Pause mal klären? Wir machen jetzt keine Pause. Nein, aber. Ach so. Also quasi jetzt machen wir einen kleinen Schnitt. Und wenn wir es nach ungefähr 5 Stunden geschafft haben, dann dürfen die anderen daran partizipieren, wie wir uns darüber aufregen, dass wir 5 Stunden dafür gebraucht haben. Nein? Wir regen uns jetzt 5 Stunden darüber während der Aufnahme auf. Das kann ich nicht so gut. Zur Geburtstagsfeier. Ja, ne, wir machen jetzt die Folge noch und wenn ich jetzt die ganze Folge hier rumlaufe, dann ist halt die Glück gelaufen. Also sieht man, also ich würde ja gern sehen, so ungefähr, wo der runterkommt. Ja, ich auch, aber guck mal, der läuft vorwärts, oder? Ne, der kommt jetzt hier genau auf. Hier runter. So ein Scheiß. So. Da. Ja. Achtung. So, jetzt ist er schon wieder. Ach nee, der ist gerade weggegangen. Ich kann jetzt nichts machen, ich kann nur nach oben gucken. Ja. Und hoffen, dass er nicht direkt über mir da. Also jetzt gehen wir zurück. Ich glaube. Genau. Du schaffst es nicht. Doch, doch, der müsste schon neben mir. Okay, also machen wir das zu. Okay, dann nehme ich schnell. Oder ist er schon drin, das Portal? Weiß ich nicht. Möglich? Ich glaube, der kommt nicht runter, wenn du in diesem Dampf bist. Das glaube ich nicht. Oh, na toll, direkt daneben. So, jetzt lauf zurück. Ja. Jetzt müsste er ja genau auftreten. Bitte lass mich nicht sterben. Nein, nein, nein! Das reicht. Oh. Okay, aber ich mag das nicht. Das ist doofes Level. Ja. Wenn wir jetzt noch 3 davon haben, dann können sie sich verpissen. Aber, ja. So, jetzt kommen wir hier durch und dann sind wir weg. Jawohl, und du wolltest einen Schnitt machen. Ja, ganz wollte ehrlich, warum wollen, was wollen wir jetzt hier schneiden? Ja, wir schneiden jetzt. Oh, yippie! Da war eben das Papier. Hey, sind da mehrere? Was sind, guck doch mal hin. Das sind solche, guck mal, jetzt siehst du die in voller Größe. So Riesen-Ents. Kommt der auf dich zu? Sieht so aus. Da war eben das Blatt. Also es war ja, ich kann ja nur in die Richtung rennen. Ja. Ja. Da ist ja nochmal irgendwas. Okay, also was auch immer er für Probleme hat, diesen ganz schön großen, der sollte damit mal vielleicht zum Psychiater gehen. Ach genau, das sind solche Bälle. Genau, davon wollte ich mir jetzt mal einschnappen. Und die in irgendeiner Blase drin? Achso. Hat der mich getroffen? Nee. Ich hoffe nicht. Doch. Was? Der war doch ganz woanders, der Fuß. Ich hätte es auch gedacht. Okay. Also, ich hoffe, es reicht aus, wenn wir einen einzigen Ball in ein einziges Portal, ein einziges Loch schöpfen. Ansonsten habe ich nämlich echt keine. Also, wenn ich jetzt das hier für alle da machen muss, das wird nicht. Ach, das glaube ich nicht. Das wäre ja albern. Ah.
mal so weit vorne, der läuft doch, der hat doch so kleine Schritte. Oh, das ist dumm. Vorhin ist er nicht so schnell gelaufen. Wieso gehen die denn jetzt alle kaputt? Und wo ist sein Fuß? Scheiße. Ach was? Sein Fuß ist über mir. Oh nein. Und der macht jetzt Matsch aus mir. Och man. Ich mag das Level nicht. Kannst du mal. Kannst du zwischenspeichern oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch wieder nur. Sind die Bälle völlig überflüssig und ich muss einfach nur mal in einen seiner Fußabdrücke erstmal reinlaufen. Oder in eines der Löcher. Welches Loch? Na, da die Leuchtkegel. Löcher deshalb, weil da von den Leuchtkegeln ja die Kugeln kaputt gegangen sind. Ja, ich finde es auch gemein, du läufst jetzt hier immer links, rechts und auf einmal war der Fuß auch auf der anderen Seite. Also, ja. Der läuft ja ohne Sinn und Verstand. Aber diesmal, diesmal ziehen die keine Nachtdinger hinter sich her, die Füße. Das schaffe ich doch nicht. Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn den Fuß ausweichen? Also schneller als jetzt ging es ja nicht mehr. Also das heißt, du musst nicht auf ihn zu, aber du musst ja den Platz hinterher. Also du kannst ja nur in die Richtung, ne? Ja, das bringt ja nichts in die Richtung zu öffnen, da ist ja nichts. Naja, dann ist es ein bisschen... Also man kann ihm nicht ausweichen, wenn man in seiner Nähe ist. Also ich hätte schon... Vielleicht muss er diese Dinger, diese Bettchen kaputt treten. Das hätte ich auch gerade schon überlegt. Aber er folgt mir auch, ne? Ja. Also musst du genügend Abstand haben und hoffen, dass er auf die... Warte? Nee. Auf die Bettchen tritt. Aber wieso ist denn auch immer so schnell? Jetzt kommt er irgendwie kurz. Ey, das ist doch nicht wahr. So lange Beine hatte der überhaupt nicht. Ich nicht. Stehe ich echt nicht. Okay, also ich laufe jetzt noch einmal direkt auf ihn zu. Vielleicht darf ich an so einer Scherbung mal stehen. Vielleicht kann ich mich damit schützen. Hm. Aber. Vielleicht kann ich nicht durchtreten. Das Blatt. Das fliegt da hinten. Also vielleicht bin ich hier jetzt sicher. Ich meine nicht, dass ich das glaube, aber. Ich meine, es ist ja auch nicht sicherlich ganz ohne Grund hier. So, jetzt verschwindet er nämlich hoch und jetzt taucht er nämlich direkt über mir auf. Das ist so gut. Und schützt es mich, schützt es mich, schützt es mich? Nein. Er schützt mich nicht. Hm? Was soll das denn? Warte, trenn nochmal genau den Blatt hinterher, bitte. So, also nicht aus den Augen lassen. Ein letzter Versuch. So, es fliegt jetzt irgendwie vorhin flog es nach rechts. Jetzt fliegt es genau auf das. Wo fliegt das denn hin? Hier hin. Jetzt geht's nicht kaputt. Jetzt komme ich doch niemals noch bis zu einem dieser Spots. Nee. Jetzt lauf einfach laufen, einfach laufen. Nein! Nein! Oh, ist das fies. Das Spiel ist scheiße. Na komm, einmal probiere ich das jetzt noch. Nein, ich kann doch nicht. Na, wir haben noch 40 Sekunden, die machen wir jetzt noch voll. Aber ich glaube, du musst das nehmen, wo das Blatt hingeflogen ist. Den, ja, das den kann sein. Psst. Wieso kann diese Scheißfigur nicht rennen? Keine Ahnung. Wo fliegt das dann hin? Na, jetzt fliegt es zu dem anderen. Siehst du, du musst halt immer aufpassen, zu welchem es fliegt. So. Kommt nur trotzdem nicht bis zu dem Punkt.
Komm schon, schneller. Ich kann gar nicht hingucken. Komm schon. Da. Aber okay, da. Okay. Ist es das? Ja. Ja, das war's. Mhm. Gucken, was passiert. Ach so, doch, jetzt passiert was. Okay. Haben wir doch gut gelöst. Ja, aber halt, er erzählt was. Return to nothingness. For a second, it made me happy. Of course, my old friends, solitude and sorrow. Einsamkeit und Sorrow halt. These faithful companions brought about my first great revelation. Of course he had been angry. Of course he became a drunken mess. A shadow of his former pitiful self. His daughter had died. His own daughter, whose remains he was made to witness with his own eyes. And then his only surviving child level? Accused him ja. Of lying. Ich dachte, das wäre das Endlevel gewesen. Accused him of hiding her somewhere alive and well. Ach so. Na gut, dann lassen wir noch ausreden und genau, dann machen wir ein Felsbäuschen. Genau. So, das war's. Naja gut, Ball da rein, dann ins Portal laufen und gucken wir, was passiert. Ne? Beim nächsten Mal. Ja. Gut, die Folge haben wir damit geschafft und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.